Ja, und jetzt unser dritter Vortrag in diesem Block. Marc Jansen und Christian Meyer werden uns etwas zu... Bisschen Ruhe? Ganz kleines bisschen. Werden uns etwas zu GeoX3 erzählen und wie man damit universelle Web-Applikationen machen kann. Auch natürlich wieder mit OpenLayers und XJS. Bitteschön. Danke, Thomas. Ja, das ist der Titel. Universale WebGIS-Applikationen mit OpenLayers 3 und XJS 6. Auch wir haben uns gemeinsam eine Gliederung überlegt, wie wir Ihnen dieses Thema näher bringen wollen. Auch wir müssen uns kurz vorstellen, den Teil halten wir aber kurz. Und dann schauen wir uns auch an, was der Stand ist von GeoX, um dann schließlich zu erklären, was wir unter universellen Applikationen verstehen, beziehungsweise was XJS, wo dieser Begriff herkommt, darunter versteht. Und schließlich werden wir darauf eingehen, wie man das dann mit GeoX gemeinsam macht. Am Schluss werden wir Ihnen also Bilder von einem Beispiel zeigen, um Sie zu überzeugen, dass das vielleicht ein ganz guter Weg ist, um zu arbeiten damit. Ein kleines Fazit rundet das Ganze ab. Mich kennen Sie vielleicht, wenn Sie gerade eben schon zugehört haben in dieser Session. Ich arbeite in Bonn bei einer kleinen Firma, die heißt Terrestris. Wir machen tolle Sachen dort. Ich bin Kernentwickler bei OpenLayers und auch von GeoX, also der Software, die ich Ihnen heute vorstellen möchte oder jetzt vorstellen möchte. Dort bin ich auch im Project Steering Committee. Ich habe ein Buch geschrieben zu OpenLayers. Kaufen Sie das, auch wenn es sich eigentlich um die OpenLayers Version 2 handelt. Die Firma Terrestris sendet mich nach hier und ich bin sehr froh, dass sie mich hier sprechen lässt, weil ich hier immer sehr viel lernen kann. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben zu diesen ganzen Tools und Softwarebibliotheken, die Sie hier hören in den Tagen, dann können Sie die Firma Terrestris jederzeit anfragen. Wir arbeiten damit täglich. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Mein Name ist Christian Meyer. Ich bin Geoinformatiker, bin überzeugter Open-Sourceler, bin wie Marc auch Kernentwickler und PSC-Mitglied bei GeoX und außerdem auch bei der USGeo aktiv. Wenn ich nicht gerade in Salzburg stehe und Vorträge halte, bin ich als selbstständiger GIS-Dienstleister unterwegs von, mit und für Open-Source-Software. Meine Firma ist im Herzen der Pfalz angesiedelt, in Landstadt Schauernheim. Alles Weitere zu den Leistungen können Sie auf meiner Webseite abrufen. Nun ist der Werbeblock vorbei. GeoX, der aktuelle Stand. Was ist überhaupt GeoX? GeoX ist eine JavaScript-Bibliothek, mit der man relativ einfach anspruchsvolle WebGIS-Anwendungen bauen und programmieren kann. Wie Marc vorhin im OpenLayers-Talk sagte, bewusst den Begriff Web-Anwendung hervorzuheben, alles, was über eine einfache Webkarte hinausgeht. Das heißt, man programmiert WebGIS-Anwendungen mit der Funktionalität, die vor einigen Jahren nur im Desktop mit klassischen Desktop-GIS möglich gewesen wäre, kann man mit GeoX relativ einfach und mit relativ umfangreichen Features herstellen. Jegliche GeoX-Version basiert im Kern auf einer Version von XJS und OpenLayers. OpenLayers haben wir ja gerade schon gehört für die Webkarten und das Parsen der Geo-Formate. XJS ist ein JavaScript-Framework der Firma Zensha, welches verantwortlich ist oder welches man nutzen kann, um anspruchsvolle Web-Anwendungen zu programmieren. Das heißt, es gibt eine Fülle von UI-Komponenten, es gibt sehr gute Datenhaltungskomponenten, die genutzt werden können. Man kann alle möglichen UI-Elemente in allen möglichen Layouts einfach zusammenstecken, um so Desktop-Look-and-Feel-Anwendungen für den Browser zu generieren. Das Einzige, was quasi XJS nicht kann, was für unsere Branche wichtig ist, ist mit Geodaten umzugehen. Das Geo-Know-how fehlt und genau diese Lücke schließt GeoX, indem wir quasi hergehen, um die räumlichen Komponenten, die räumlichen Fähigkeiten von OpenLayers mit XJS verheiraten. GeoX selbst ist logischerweise Open-Source-Software. Das Copyright liegt bei der USGeo. Und wo ich immer wieder selbst erstaunt bin, die ersten Codezeilen wurden 2009 erstellt, also sind wir mittlerweile bei 7,5 Jahren Entwicklungszeit. Hier mal ein Screenshot von so einer klassischen GeoX-Anwendung, die, ich sage bewusst, bislang für den Desktop optimiert waren, also für Desktop-Browser. Wir sehen hier links im Bild, wie man es vom Desktop-GIS kennt, ein Layer-Tree mit integrierter Legende, natürlich eine große Kartenanzeige mit allen möglichen Formaten, Rasterdaten, Vektordaten, alles, was eben OpenLayers mitbringt.
Wir haben eine Feature-List, irgendwelche Menüs, Buttons. All das kann man wunderbar mit GeoXt programmieren. Wie gesagt, bislang optimiert für Desktop-Browser. Die Versionsübersicht, wie gesagt, wir sind seit 7,5 Jahren unterwegs. Die aktuell offiziell released Version von GeoXt ist die Version 2.1, basiert entweder auf XJS 4 oder 5 und ist kompatibel nur mit der letzten OpenLayers 2 Version, also mit der OpenLayers Version 2.13.1. Seit letztem Jahr entwickeln wir die Version 3 von GeoXt, die kompatibel ist mit der Version 6 von XJS und dem zuvor vorgestellten OpenLayers 3. Ja, ganz kurz nur, weil ich nicht voraussetzen kann, dass alle da waren bei dem OpenLayers Talk. Im Grunde ist OpenLayers eine hochperformante Kartenbibliothek, die voller Features steckt, die wir im Detail eben schon gehört haben. Und man sollte damit in der Lage sein, eigentlich alle kartografischen Ansprüche oder ja, Webmapping-Ansprüche im Web zu erfüllen. Es war ein kompletter Rewrite nach der Version 2. Wir haben viel Zeit und Mühe reingesteckt. Und es ist vor allem von Anfang an mit diesem, also mit verschiedenen Endgeräten im Sinn programmiert worden. Das heißt, auf Mobilgeräten funktioniert OpenLayers 3 genauso natürlich, wie es auf einem Desktop funktioniert. Letztlich ist OpenLayers unabhängig vom Endgerät, vom Browser, den Sie benutzen und auch von der Bibliothek, mit der Sie es zusammenstecken. Also ob Sie es mit AngularJS verwenden oder mit XJS, ist OpenLayers erstmal steht dem nicht im Wege. Das Ganze kann dann beispielsweise so aussehen. Also auf dem Desktop können Sie damit Karten herstellen, verschiedenster Quellen, aber gleichzeitig funktioniert das Ganze auch auf Ihrem Telefon beispielsweise ganz ordentlich und Sie haben halt andere Möglichkeiten, damit der Karte zu interagieren. OpenLayers kann also auf allen Endgeräten arbeiten. Das kann man eigentlich nur universal nennen. XJS? Genau. Die Neuerungen in XJS 6. Man kann sagen, bis zur Version 5 von XJS, das ja überwiegend die Optimierung für Desktop-Browser stattgefunden hat. Es stimmt nicht ganz, in Version 5 wurden schon teilweise mobile Konzepte integriert. Es gab aber parallel zu XJS noch eine weitere Bibliothek aus dem Hause Censure, die sich Censure Touch nannte. Das war eben das mobile Pendant, um mobile für Handys, für Tablets optimierte Anwendungen zu erstellen. Diese beiden Bibliotheken haben im Paralleluniversum gelebt, das heißt, die wurden separat maintained von verschiedenen Communities auch. Wir hatten mal eine Bestrebung 2010, als wir GeoXt 2 initial hervorgeholt haben, vielleicht das unter eine Haube zu bringen. Es war aber leider nicht möglich, weil die Codebasis zu verschieden war zwischen Censure Touch und XJS. Eben aber mit dieser neuen Version X6 wurden quasi XJS für den Desktop und Censure Touch verheiratet. Das heißt, das XJS-Framework kann sowohl jetzt für Desktop-Browser als auch für mobile Browser eingesetzt werden. Das Ganze nennt sich dann, wie heißt der Begriff, Toolkits, der auftaucht. Es gibt ein Classic-Toolkit, welches man nutzen kann für den Desktop-Browser und es gibt ein Modern-Toolkit, welches die mobilen Browser oder Mobilgeräte, Touchgeräte als Zielplattform hat. Das Ganze wird aber so gesteuert, dass ein Großteil des Codes wiederverwertbar ist, dass im Gro nur die UI-Komponenten in diesen Toolkits abgebildet sind und nur diese sich unterscheiden. Das heißt, ein großer Prozentsatz des Codes ist der gleiche und kann für verschiedene Plattformen kompiliert werden. Eine weitere Neuerung war, dass man bessere Theming hatte. Also man kann die Anwendungen, die XJS-Anwendungen relativ einfach und mit relativ umfangreichen Werkzeugen stylen, um es einfach in das gewünschte Design zu bringen. Der Model View Controller Ansatz aus X4 wurde weitergeführt und zusätzlich noch der Model View View Model, das Model View View Model Paradigma eingeführt. Genau. Hier mal einfach ein Screenshot von einer offiziellen XJS-Anwendung optimiert für den Desktop-Browser. Das ist ein offizielles Beispiel, kann man auf der Webseite abrufen. Wenn man das dann quasi mit einem Telefon aufruft, wird automatisch die UI umgeswitcht, sodass es optimiert für den kleineren Bildschirm ist. Auch hier kann man sagen, es ist universal einsetzbar über die verschiedenen Devices hinweg. Ja, genau. Also während die zwei Vaterbibliotheken quasi also universal einsetzbar sind, wollen wir uns jetzt diesen Begriff universale Applikationen mal kurz nähern. Und Ziel ist es bei diesen universalen Applikationen, dass man eine Codebasis schreibt und die mit gewissen Tools
verarbeitet, sodass verschiedene Builds rauskommen, also die JavaScript-Dateien zusammengenommen werden, vielleicht unifiziert werden oder sonstige Schritte passieren und diese Builds dann perfekte Lösungen dann für die verschiedenen Endgeräte beispielsweise sind. Wichtig ist aber dieser erste Teil davon, aus einer Codebasis möchte ich das gerne machen. Ich möchte nicht fünfmal die gleiche Business-Logik schreiben müssen. Insgesamt erhofft man sich noch mit weniger Reibungsverluste. Man kann Bugs dann nur einmal beheben, anstatt sie zweimal zu beheben und davon einmal zu vergessen. Man kann den Code wesentlich einfacher wiederverwenden und grundsätzlich sollte man quasi nur das User-Interface vom Endgerät abhängig machen. Das ist ein Zitat von Censure.com. Ideally, the universal aspect of the inklusive Typo, of your application will contain data, models, view models. Also die Sachen, die kann man in universelle Applikationen machen. You can also share controllers, though, das ist jetzt meine Hervorhebung, developers may need to be creative in order to produce logic that can span toolkits. Also wir wollen Ihnen hier nichts erzählen. Es ist tatsächlich so, dass wenn Sie diesen Weg gehen, da muss man hier und da kreativ sein. Also wenn wir haben schon viel Kreativität quasi reingesteckt, damit diese GeoX-Bibliothek auf beiden in beiden Welten quasi gut leben kann. Und auch wenn man das quasi dieses Wiederverwendungsziel hat, dass man aus einer Codebasis alles befriedigt, muss man hier und da mal um die Ecke denken. Wie macht man sowas dann? Ich kann nicht 100% ins Detail gehen, was man alles machen muss, damit das passiert, aber in Highlights kann ich es sagen. Eine Applikation in XJS, also so eine XJS-Applikation, die hat immer so eine Steuerdatei app.json und dort legt man quasi hier fest in so einem Bereich Builds, welche Builds man denn haben möchte. Hier gibt es zwei Builds, nämlich den Build Classic und Modern. Und die sollen, da sieht jetzt wieder dieser Begriff, den wir eben gehört haben, vom Christian Meyer. Der Classic Build soll das Toolkit Classic verwenden und das Theme XY. Und der Modern Build soll das Toolkit Modern verwenden. Anschließend benutze ich dann auf der Kommandozeile, das soll hier eine Kommandozeile sein, kann ich den Befehl aufrufen Censure App Build, das mache ich im Root-Folder meiner Applikation quasi. Baue mir jetzt bitte die moderne Applikation. Dann wird mein Code untersucht und die anderen Konfigurationen in app.json und es wird eine JavaScript-Datei erzeugt, die nur für diesen modernen Build enthält. Die Namen hier sind völlig frei wählbar. Ich kann also hier auch hingehen und schreiben Phone beispielsweise und muss dann auch hier entsprechend anders aufrufen. Das heißt, man ist nicht festgelegt auf 2 oder 5. Man kann so viele machen, wie man möchte. Man könnte für Windows Phones beispielsweise andere Builds erzeugen, weil man weiß, hey, meine Kunden haben das einfach und die wollen da irgendwie ein anderes Bedürfnis für. Beispielsweise. So sieht so eine Applikation dann meistens aus. Ich habe hier 3 Folder hervorgehoben. Einmal gibt es den Folder Classic und Modern. Sie ahnen vielleicht schon, was da drin sich versteckt, nämlich die Views, die halt für Classic oder für Modern quasi vornehmlich verwendet werden sollen, während in dem Bereich ganz oben, unter diesem App-Bereich, das drin ist, was sich eigentlich wiederverwenden lässt. Da tauchen dann wieder die gleichen Begriffe auf, wie eben in dem Zitat von der Censure.com-Webseite. Da gibt es Model, irgendwelche Modellierungen von den Entitäten, die wir halt eben haben, Stores, also irgendwas, was Model-Instanzen quasi hat, und auch einige Views, wie Sie sehen, sind hier in den View-Ordner. In diesem View-Ordner sind Controller und Model. Das ist das, was wir von dem Paradigma eben gehört haben. Also das ist Model, View, View-Model. Da heißen dann einige Views. Ein View heißt beispielsweise Main. Das ist der hier unten oder der. Und der hat dann immer einen Controller, der heißt dann Main-Controller. Und außerdem ein View-Model, der heißt dann Main-Model. Diese Dinge sind aber austauschbar, wie gesagt. Also für beide Builds quasi verwendbar. Und dementsprechend sind sie dort oben zu finden. Sie sehen schon hier oben so eine kleine Vorschau. Da gibt es auch was heißt Map. Und das ist in diesem App-Folder. Und das bedeutet, dass man das quasi überall benutzen kann. Wenn wir das jetzt haben quasi, also wir haben jetzt 2 Builds erzeugt mit Censure App Build Modern und Censure App Build Classic beispielsweise, dann muss natürlich noch irgendwie detektiert werden, auf was für ein Gerät werde ich denn gerade aufgerufen. Und das kriegt man auch geschenkt von Censure. Da kriegt man mehr oder weniger in einen Code wie den folgenden generiert bei so einer Applikation. Da steht quasi drin, bevor es losgeht, wird diese Funktion aufgerufen mit so einem Objekt Tags. Und dieses Objekt Tags enthält halt sehr viele Dinge, also so Flex, um rauszukriegen, bin ich gerade ein Phone oder bin ich vielleicht eine Cordova-Applikation, also irgendwas, was das einpackt und eine Applikation, also so eine klassische App draus macht, oder bin ich ein Desktop oder irgendwas. Wie gesagt, diesen Code müssen Sie nicht selber schreiben, deshalb brauchen Sie sich den noch nicht zu merken. Censure schenkt Ihnen den und Sie können dann die reine Unterscheidung dessen, was Sie jetzt tatsächlich verwenden wollen, können Sie dort drin dann schreiben. Okay, damit sind wir schon an dem Punkt, wo wir sagen, eben habe ich es kurz gehintet, Map war irgendwie in dem Applikationsfolder. Bitte.
Genau. So, wie wir gehört haben, die Basisbibliotheken von GeoExt sind nun beide in der Lage, auf verschiedene Plattformen zu reagieren. Und natürlich haben wir auch 2016 und die Nutzer erwarten das auch irgendwo, dass entsprechend die Darstellung von Anwendungen, auch von WebGIS-Anwendungen, sich an das entsprechende Endgerät anpasst. Daher wäre unser Ziel, als wir letztes Jahr angefangen haben, GeoExt 3 zu entwickeln, auch auf dieses universale Paradigma weiterzuführen und haben uns dabei quasi auf den Ansatz von Censure gestützt. Was hat das für uns bedeutet? Im ersten Moment hat es relativ einfach geklungen, aber es gab dann doch bei der Entwicklung ein paar Fallstricke. Du hast vorhin genannt, wir mussten oftmals auch kreativ sein. Es fing mit so trivialen Sachen an, dass wir richtig ableiten müssen, weil in den verschiedenen Toolkits für die UIs gibt es gewisse Dinge im einen Toolkit, die es im anderen nicht gibt. Darauf muss man achten, ansonsten bricht dieser universelle Ansatz. Das haben wir mittlerweile zu 99% gelöst, bis auf die Klasse Column Symbolizer, also GeoExt Grid Column Symbolizer, können wir im Prinzip alle Komponenten auf beiden Plattformen verwenden. Die ganzen Datenpakete, die ganzen Models Stores, die Utilities, die Mixins können sowieso alleine schon durch das Paradigma von XJS auf beiden Plattformen genutzt werden. Und unsere eigenen UI-Komponenten haben wir so gestaltet, dass sie eben auch auf beiden Plattformen funktionieren. Das prominenteste Beispiel in GeoExt ist eben die Component Map, also unseren Container, der die Open Layers-Karte anzeigt. Auch nochmal hervorheben möchte ich, dass ein relativ komplexes Element, der Layer Tree, der immer relativ schwierig im Handling war, im Code, auch auf beiden Welten funktioniert, weil sich dort in X6 komplett die Basis geändert hat. Man muss nur noch entsprechende Models instanziieren, kann diese in den Tree packen. Und somit war diese Komponente, die früher doch durchaus für Kopfschmerzen gesorgt hat, relativ einfach zu handeln. Genau. Da wir im Moment noch diese Klasse Symbolizer drin haben, die noch nicht in beiden Welten funktioniert, muss man in seiner App-Beschreibung die GeoExt-Referenzen einzeln angeben. Das heißt, ich muss für jede Klasse, für jedes Paket einen einzelnen Eintrag in den ClassPass machen. Das Ziel ist, dass das, wie wir es vorher hatten, einfach mit einem ClassPass GeoExt das auflösen können. Das wird aber automatisch so sein, wenn wir dieses Problem mit dem Symbolizer gelöst haben. Das Coole ist, dieses Problem bei dem Symbolizer ist eigentlich wirklich nur noch, es ist nur noch to do. Also wir müssen es eigentlich nur noch machen. Es ist gar nicht so sehr, dass wir das gar nicht verstehen, logisch, was da passieren muss. Es muss einfach nur passieren, aber so ist das manchmal bei Open Source. Wir sind noch nicht dazu gekommen. Ganz kurzes Beispiel noch. Ich habe jetzt hier nur Bilder. Sie sehen hier quasi eine Applikation, die sich noch derzeit in Entwicklung befindet. Das ist eine XJS 6 Applikation und ich habe jetzt hier mal relativ viele Dinge aufgeklappt, die man dort üblicherweise versteckt, damit die Karte da die Anwendung quasi dominiert und Sie sehen eine große Karte und oben drüber, oben links sehen Sie so einen Tree. Hier unten rechts verbirgt sich dann der tatsächliche Layer Tree. Da kann man Layer, also das ist quasi die Menge an Layern, die hier drin sind, mit einer entsprechenden Legende. Die haben da noch so Knöpfe eingepackt, das kann man ein- und ausklappen. Wir sehen hier etwas komplexere Formulare, also alles das, wofür man XJS auch schon immer kannte, dass man relativ komplexe Formulare erzeugt, aber das Gleiche auch mit einem etwas aufgeräumteren und weniger technisierten Look, wie das XJS immer sonst so mitgebracht hat. Und eingebettet sehen wir halt viele von diesen Open Layers Komponenten, die wir kennen. Also hier ist eine Overview Map, also eine Übersichtskarte, die verschiedenen Layer. Hier oben sind Plus- und Minus-Buttons, um halt rein oder raus zu zoomen und. Die gleiche Applikation mit dem Mobiltelefon aufgerufen sieht ungefähr so aus. Auch das ist ein Bild aus der Entwicklung. Das heißt, das, was jetzt hier noch unrund aussieht, wird noch besser werden. Und Sie sehen schon diese Plus- und Minus-Buttons, deshalb habe ich sie überhaupt nur erwähnt, die werden quasi beispielsweise wiederverwendet aus dieser Applikation, die wir gerade eben gesehen haben. Das sind die gleichen Buttons, nur diesmal halt im Modern-Teil. Die Kartenkomponente ist genau die gleiche. Andere Elemente sind einfach nicht da, weil sie mobil keinen Sinn machen. Und man findet auch dieses klassische Hamburger-Menü, wo dann andere Informationen da sind. Letzte Screenshot, das ist eine andere Applikation, die wir erzeugt haben, eben mit diesem GeoExt3-Code. Da sehen wir jetzt so einen Tree. Das ist so eine scrollbare Liste. Hier war es der Wunsch des Kundens, dass wir halt eine sehr komplexe Struktur quasi auch für den Benutzer verfügbar machen. Also hier so in thematischen Gruppen, da drin dann eigentlich irgendwelche Layer drin verstecken. Und das ist eine Herausforderung gewesen, aber es klappte ganz wunderbar, so eine hierarchische Struktur einfach in so einem scrollbaren Gerät einzubauen. Damit sind wir schon beim Fazit und ungefähr eine Minute haben wir noch.
Es ist wichtig, dass wir ein Fazit ziehen, denn wir sehen im Grunde ein großes Potenzial in dem Ansatz, den XJS davor gibt und auch in der Art und Weise, wie wir das mit GeoX bislang geschafft haben, von diesem Paradigma mit zu partizipieren. Es bedeutet allerdings auch, je nachdem, eine anspruchsvolle Detailentwicklung. Also es kann durchaus sein, dass es einfache, also Fragestellungen gibt, die man besser doch dann zweimal entwickeln muss. Es ist einfach nicht so, als ob die Welt in der Welt alles golden ist und glänzt. Manchmal muss man einfach den pragmatischen Weg gehen. Es gab einige unerwartete Fallstricke. Sowas, ein ganz anschauliches Beispiel ist, wir hatten am Anfang GeoXt Tooltips. Und diese Tooltips machen natürlich auf einem Desktop viel Sinn. Also wenn Sie mit dem Maus über irgendeinen Button drüber fahren, der reinzoomt, steht dann da, ja, zoomt die Karte rein. Aber das macht halt modern überhaupt keinen Sinn. Und das haben sich auch die Leute von Censure gedacht und haben diese Toolkit-Komponente, also dieses Toolkit-Property, das gab es nicht. Und schon hat man einen Fehler. Sachen, die wir nie bedacht hätten, aber das ist mittlerweile raus. Es ist derzeit finanziert, dass wir dort weiter dran arbeiten können. Aber wir wünschen uns im Grunde immer mehr Kollaboration. Also wenn Ihnen das gefällt oder auch eben nicht gefällt, dann teilen Sie uns mit, wie Sie es gerne hätten. Machen Sie mit beim Code, öffnen Sie Issues. Wenn Sie einfach nur Geld zu viel haben, können Sie uns auch gerne mit Sponsoren, also mit Money unterstützen. Dann machen wir wieder so einen Code-Sprint vielleicht. Und ja, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Es ist anspruchsvoll, damit zu arbeiten, aber es hat auch ein großes Potenzial. Damit danken wir für die Aufmerksamkeit und hoffen, Sie haben noch Fragen. Da vorne. Ich hatte so vor circa 3 Jahren mit Censure Touch vor allen Dingen vermehrt gearbeitet und die Release-Politik von Censure fand ich da sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat. Das wollte ich mal sonst fragen. Da waren die Major Releases immer relativ voll von Bugs und die Minor Releases hat man nur bekommen, wenn man da einen Supportvertrag hatte. Also die Frage war hier die Release-Politik der der Firma Censure die Firma hinter XJS, ob die noch so ist wie vor 3 Jahren, als der Eindruck entstanden ist, dass die Major-Versionen hauptsächlich noch voller Bugs sind und dann die Minor-Versionen dann nur zu bekommen sind, wenn man dort quasi zahlender Kunde ist. Den Eindruck hatte ich, also ich antworte jetzt mal, du kannst natürlich auch immer was dazu sagen. Den Eindruck hatte ich in der Form nie, so ganz extrem. Aber es ist tatsächlich so, dass man auf jeden Fall in dieser Open-Source-Variante, also die machen es tatsächlich immer so, dass es halt die 6.0 gibt und die 6.0.1, die gibt es jetzt für in der freien Version, während es die für zahlende Kunden schon wesentlich früher gab. Verbuggt will ich es nicht nennen. Im Gegenteil, eigentlich würde ich gerne hervorheben, dass es mir persönlich, und ich mache den Kram ja beruflich, also ich muss für Kunden Applikationen schreiben und dann manchmal diese Sachen hochziehen, solche Versionen. Ich habe schon öfters bin ich auf die Nase gefallen, wenn irgendeine Bibliothek irgendwas geändert hat in einem Major Release und es nicht richtig dokumentiert hat. Bei XJS, das ist richtig gut dokumentiert immer, was man tun muss, um das eigentlich hinzukriegen. Also den Eindruck, den Sie hatten von vor 3 Jahren, kann ich so nicht unterschreiben. Ich will aber auch gar nicht sagen, dass er falsch ist. Ja, ein bisschen länger warten muss man als nicht zahlender Kunde allerdings schon. Das ist hundertprozentig so. Kann vielleicht noch kurz nachtragen, also bei Censure Touch hatte ich auch den Eindruck, dass es dort etwas extremer war, gebe ich Ihnen recht. Da waren auch in teilweise zentralen Elementen Fehler drin, die dann quasi nicht zeitnah gefixt werden konnten für die nicht zahlenden Kunden. In XJS hatte ich den Eindruck nicht, also das ist von der Qualität, ich nenne es mal hochwertiger. Also da ist kein Vergleich mit Censure Touch, aber ich weiß, was Sie meinen. Ja, den Touch-Aspekt hatte ich tatsächlich fast vergessen schon wieder, nachdem ich die Frage wiederholt habe. Also da war es tatsächlich so ähnlich. Ja, weitere Fragen bitte. Zum Thema Rapid Development. Es gibt ja verschiedene Werkzeuge, die dann auch quasi aus der Server-Anwendung, also sagen wir mal aus einer Ruby on Rails-Anwendung heraus, Kleinkomponenten generiert haben. Gibt es da irgendwie Verknüpfungen zu diesem neuen XJS 3, beziehungsweise, ja, XJS 6 ist ja jetzt auch so gelehrt. Also die Frage war, ich fasse ein bisschen zusammen, ob es quasi bei XJS... Bitte? So scaffolding-mäßig. Genau, also die Frage war, ob es so scaffolding-mäßig, ich nehme sie mal wörtlich, quasi serverseitig Komponenten gibt, die Code generieren, richtig verstanden überhaupt, ja. Meines Wissens nach gibt es da nichts, was sich jetzt speziell auf XJS bezieht. Allerdings steht dem Ganzen nichts im Wege. Also Sie können
und ich bin noch nicht 100% überzeugt davon, ob ich das möchte. Ich persönlich, ist meine persönliche Meinung wieder, ob ich serverseitig mir meine Views quasi generieren lasse. Aber man kann natürlich die komplette Pipeline nehmen, wie man das sonst mit Node irgendwie zum Beispiel macht, also in der Entwicklung sich irgendwas erzeugen lassen, auch Linting-Tools und so weiter verwenden. Frage beantwortet? So halb? Ja, so halb. Wir haben ja vorhin gesehen, Sie haben jetzt hier Model-View-Controller-Konzept, Model-View-Konzept und so weiter. Auf der Serverseite habe ich auch nochmal ein Model-View-Controller-Konzept. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, Code-Maintenance haben will, von Server bis zum Client, dann möchte ich natürlich, dass das einigermaßen wieder der Wert ist. Außerdem möchte ich noch die Rechte verwalten, also die Module, die Sie angesprochen haben, auch noch serverseitig limitieren, also nicht nur kleinseitig einstellen, welche Applikationen welches Modul nutzt, sondern auch noch serverseitig regeln, für welche Variante von Client darf ich wann was ausliefern. Also die Frage war nur halb beantwortet. Es ging tatsächlich also um einen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, um einen sehr komplexen Stack. Also wenn Sie auch serverseitig beispielsweise Model und Controller haben und auch bei dem Build, den Sie vorne machen, also für verschiedene Endgeräte auch noch dahingehend steuern wollen, ob Sie auf dem Server die entsprechende Gegenseite haben, also für irgendeinen Controller oder sowas. Da gibt es meines Wissens nach nichts. Es gibt aber dieses XJS Direct beispielsweise. Das ist letztlich eine Art und Weise, mit der man relativ zügig, also es ist keine Bibliothek in dem Sinne, sondern nur eine Art und Weise, wie man seinen Backend-Code schreibt. Da gibt es für Java-Bibliotheken beispielsweise. Es gibt auch, glaube ich, was für Ruby, aber da müsste man auf der Webseite nachschauen. Und die vereinfacht es dann, eine einheitliche User Experience hinzubekommen, dass man quasi im Client Models hat, die auf die Models passen, die man in der Datenbank beispielsweise hat. Das gibt es, da ist mein Erfahrungsschatz nicht allzu hoch, aber ich weiß, dass es das gibt. Ich persönlich verwende das nicht. Ja, ich hoffe, dass die Frage beantwortet ist. So halb, ne? Es ist eine schwierige Frage, weil wir reden ja quasi, reden wir hier über eine Frontend-Bibliothek und ich kann verstehen, dass man das gerne hätte, dass quasi alles auch synchron mit dem Backend ist, so wie das in der schönen neuen Welt ist. Vielleicht, wenn man eine React-Anwendung hat, die serverseitig den gleichen JavaScript-Code verwendet wie auch clientseitig. Soweit ist man, also die kurze Antwort wäre nein, soweit ist man bei XJS meines Wissens nach nicht. Aber man kann vieles von diesem Tooling wiederverwenden, beispielsweise. Also man muss nach wie vor der Konvention selber was bauen. So würde ich das beantworten, ja. Gut, ich denke, so komplexe Fragen können wir hier auch nicht ausführlicher wirklich klären. Dann danke ich nochmal Marc und Christian für diesen Vortrag.